Thomas Kurzberg, ich kann mich erinnern, es ist noch gar nicht viele Wochen her, da standen wir hier und haben über das Thema Sekundarschule gesprochen. Da ging es gerade darum, die Elternbefragung auf den Weg zu bringen. Die ist jetzt mittlerweile abgeschlossen und hat welche Ergebnisse gebracht? Also die Elternbefragung ist tatsächlich abgeschlossen worden. Wir haben in Hamborn eine Rücklaufquote von einem Drittel der befragten Eltern, in Duisburg-Süd von fast 50% der Eltern bekommen. Das sind klare Werte, auf denen wir hochrechnen können. Und daraus hat sich dann ergeben, dass wir in Hamborn zum Beginn des kommenden Schuljahres eine Sekundarschule mit 5 Zügen initiieren wollen. Und im Duisburger Süden wird eine Sekundarschule mit 4 Zügen initiiert. Also demzufolge war der Elternwille in Hamborn etwas schwächer als ursprünglich erwartet. Das ist aber bei Umfragen bei Eltern in Hamborn durchaus üblich, dass er etwas unter dem im Duisburger Süden liegt. Und hier muss man auch sagen, wir haben uns im Elternwillen in Anführungsstrichen gebeugt. Ziel von Verwaltung und Politik war, 2 Sekundarschulen mit insgesamt 6 Zügen zu installieren. Jetzt ist die Rückmeldung so, dass wir sagen müssen, okay, der Elternwille sieht anders aus. Wir machen eine Sekundarschule mit 5 Zügen. Ich denke, das ist ein klares Verhalten der Verwaltung, es ist ein transparentes Verhalten der Verwaltung und das ist auch was, was den Eltern und allen Beteiligten Vertrauen geben sollte. Was heißt das jetzt, wie geht das jetzt konkret weiter? Was machen jetzt die Eltern beispielsweise, die sagen, ich möchte mein Kind auf eine Sekundarschule in diesen besagten Stadtteilen schicken? Also im Februar startet ja aus den Grundschulen das Anmeldeverfahren zu den weiterführenden Schulen. Bisher gab es die Möglichkeit Gesamtschule, Realschule, Hauptschule oder Gymnasium. Jetzt wird ein weiterer Punkt aufgeführt, nämlich die Sekundarschule. Und wir gehen davon aus, dass die Interesse gezeigt haben, sich auch dann tatsächlich dazu durchringen, ihr Kind für den Schulzweig Sekundarschule anzumelden. Jetzt zeigen sich in gewissen Bereichen ja immer noch, ich sag mal, einige Ängste oder einige Sorgen. Man nehme jetzt mal Walsum als Beispiel, wo es doch den einen oder anderen Protest zu diesem Thema gab. Was können Sie diesen Leuten konkret sagen? Also zunächst einmal, alle die, die jetzt noch an Haupt- und Realschulen sind, haben die Gewissheit, dass sie an ihrer Schule auch ihren Schulabschluss machen können. Die, die sich jetzt in Protestbewegungen organisiert haben, sind in der Regel gar nicht die betroffenen Eltern, sondern das sind Eltern der Schüler, die ganz normal die Realschule, die Hauptschule abschließen können. Die Eltern, die für uns interessant sind, in Anführungsstrichen interessant, sind die der Grundschüler, die in 2, in 3 Jahren dann den Schulwechsel vornehmen. Und ich denke, da ist viel Aufklärungsarbeit über eine neue Schulform, über eine bisher nicht bekannte Schulform zu machen. Und das ist Aufgabe von Politik und Verwaltung, das jetzt in Duisburg weiter zu betreiben. Jetzt gibt es noch einen Punkt, der so ein bisschen irritieren könnte im ersten Moment. Und zwar sind so die Rückflusszahlen in Richtung Gesamtschule völlig widersprechend gegenüber den tatsächlichen Anmeldeergebnissen. Das ist ein Phänomen, das wir nicht nur in Duisburg, sondern ich denke in ganz Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus oftmals haben. Es wird gefragt, willst du dein Kind für die Gesamtschule anmelden? Die Antwort ist meist nein, weil man immer noch ein bisschen, und das verstehe ich eigentlich nicht, weil ich die Gesamtschule sehr hoch schätze, immer noch ein bisschen negativ darauf schaut. Dann kommt die Empfehlung des Lehrerkollegiums und dann wird die Entscheidung häufig dann doch revidiert Richtung Gesamtschule. Denn die Anmeldezahlen sind deutlich höher als jetzt die Rückmeldungen. Also in diesem Sinne, die Sekundarschule ist jetzt auf dem Weg, ist auch nicht mehr, ich sag mal, wie sowohl die Politik als auch die Eltern das wünschen, zu stoppen. Es kann da nichts mehr schiefgehen. Also die Politik in Duisburg will die Sekundarschule in Duisburg flächendeckend. Sie will die nicht stoppen. Und wir starten am 01.08.2014 mit 2 Sekundarschulen, eine im Duisburger Süden, eine in Hamborn. Ich meine, was ich jetzt noch erstaunlich fand, und das vielleicht noch als allerletztes jetzt, ist dieser politische Konsens, von dem man ja oftmals auch in anderen Bereichen redet. Aber hier war er wirklich also auch deutlich zu spüren. Die ganzen Ratsmitglieder sind da wirklich völlig einer Meinung, ich glaube mit der Ausnahme einer Fraktion. Ja, die FDP-Fraktion hat sich dem Schulkonsens hier in Duisburg nicht angeschlossen. Ansonsten parteiübergreifend sehr schön, auch für Verwaltung sowas zu sehen, insbesondere weil wir dann hier mit einer großen Mehrheit dann diese wichtigen Beschlüsse, und das ist ja für die Bildungslandschaft in Duisburg ein sehr, sehr wichtiger Beschluss, die Schulform neu aufzustellen, mit einem breiten politischen Konsens arbeiten können, das tut gut und das ist auch für viele andere Arbeitsbereiche in der Verwaltung, wäre das sehr wichtig, wenn wir dazu kämen. Thomas Kurzberg, vielen Dank. Gerne.